Guten Morgen. Heute ein Thema, was im Rahmen der Bargeldlosigkeit, der erzwungenen Bargeldlosigkeit der Menschen in mir aufgekommen ist und auch aus meinen Erfahrungen, die ich so die letzten Jahre, kann ich schon sagen, oder die letzten Monate intensiv auch getroffen habe. Und zwar geht es darum, dass die Anonymisierung des Internets dazu führt, dass man bei wachsender Bekanntheit eben alle Menschen aller Couleur quasi anzieht. Und das sind zum einen natürlich Menschen, die man auch im Fokus hat, Menschen, die an Wachstum interessiert sind, Menschen, die Informationen und die Rat suchen und die sich gerne austauschen, um auch so seine eigenen geistigen Kapazitäten zu erweitern. Und dann gibt es natürlich Menschen, die einfach nach Spaß suchen, nach Unterhaltung und das dann eben nutzen, um mit ihrem Sinn von Humor das dann auszuleben. Und das ist halt auf jeden Fall ein großer oder wird ein immer größerer Zeitfaktor. Also, dass man mit Wachstum Menschen anspricht. Zum einen eben auf der Ebene, dass man mit Menschen mehr helfen kann, mit Menschen mehr in Interaktion treten kann und von den Menschen was lernen kann. Und dann eben auch, dass man Dinge aussortieren muss, dass man Dinge, die Absicht haben, dass sie einfach nur die Zeit zu konsumieren von mir und Emotionen auszulösen oder keine Ahnung, dass man das dann eben dann auch ausfiltert. Und das ist nicht so einfach, diesen Spagat dann in Zukunft für mich jetzt zu bewerkstelligen. Und es geht halt bei mir in den Kontakt mit den Menschen. Und das ist der Sinn dieses Kanals, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen anzuregen. So. Und von daher ist es erstmal schön, dass der Kanal konstant wächst, dass mein Einfluss konstant wächst und dass ich mehr Menschen dazu anregen kann, zu reflektieren. Egal, wo diese Menschen am Ende landen, ob die jetzt genau dieselbe Meinung vertreten wie ich oder eine ganz konträre Meinung, aber wir haben uns ausgetauscht und wir können guten Gewissens sagen, dass wir ein bewussteres Leben leben als vorher. So. Nun ist es aber so, aufgrund des Wachstums, dass ich, ein gutes Beispiel war jetzt das Love Camp, dass sich dann halt auch einige beworben haben, die eine Spaßbewerbung geschrieben haben, die dann halt einfach so getan haben, als hätten sie dann Probleme und was auch gar nicht notwendig gewesen wäre für das Love Camp, davon mal abgesehen. Und dann muss man halt genau schauen, wie sortierst du aus. Und da man die Menschen oder in dem Fall beim Love Camp, da kann ich einen Großteil der Menschen, die sich beworben haben, kannte ich nicht. Und da ist das die Anonymität des Internets natürlich so ein Ding, was erschwert dann die Selektion. Was ist jetzt eine reale Bewerbung und vor allem, wie schätze ich den Menschen ein? Passt er zum Love Camp oder passt er nicht zum Love Camp? Das kommt ja auch noch dazu. Oder ist es halt einfach eine Spaßbewerbung? Und und da ist halt schon so, dass man da Schwierigkeiten hat, das manchmal auseinanderzuhalten. Weil es gibt ja Menschen, die geben sich sehr viel Mühe dann, ausschauen zu lassen, dass das halt eine reale Bewerbung ist. Und da habe ich mir jetzt überlegt, das war so ein bisschen der Anlass, das ist ja nicht nur so, man muss vorstellen, dass ich pro Tag ungefähr, also jetzt ohne die Kommentare, die relativ einfach und schnell zu beantworten sind, weil sie jetzt nicht so lang sind, aber Mails bekomme ich pro Tag ungefähr 10 Mails. Das klingt nicht um Facebook zusammen jetzt. Also das heißt wirklich lange Texte, mit denen ich mich beschäftige und wo ich halt wirklich auch tief reingehe, was auch Zeit kostet. Und auch da passiert es halt immer mal, dass so Nachrichten kommen, die einfach, wo ich danach gemerkt habe, Mist, Zeit gefressen, derjenige hat mir Zeit genommen und dann ist es halt eben so, dann hat er dann in dem Moment gewonnen, weil das hier sein Ziel ist und dann habe ich halt nicht aufgepasst und dann habe ich mir halt geschaut, wer wirklich Hilfe braucht, wie leicht oder wie schwer kann man es den Menschen machen und ich bin da zu einem Schluss gekommen und denn das, was ich tue, ist ja nur einfach so ein Angebot von sehr vielen Menschen, die sich berufen fühlen, anderen Menschen zu helfen. Das muss man ja auch nicht annehmen und das kann man ja auch in irgendeiner Weise auch selektieren, wer einem eher zusagt als der andere. Und es gibt genügend Möglichkeiten auf dieser Welt, die immer weiter wächst, wo immer mehr Menschen das Bedürfnis haben, ihr Glück zu teilen. Viele von den Menschen, die mit mir zusammen so ein Stück gewachsen sind, die
gehen jetzt ihren eigenen Weg und teilen das auch wieder weiter. Das ist ja das, was geistige Evolution ausmacht. Es geht immer, immer weiter. Und ich habe das für mich jetzt so entschieden. Ich werde tatsächlich keine anonymen Mails mehr beantworten. Das heißt, Kontakt zu mir, auch aus dem Grunde dessen, dass ich immer mehr jetzt in meinen Fokus auf die Realität lege, wo ich tatsächlich sofortiges, echtes Feedback von Menschen bekomme. Das heißt, ich mache Vorträge, ich mache Seminare mittlerweile, ich mache Camps, all so die Dinge, und ich mache auch reale Coachings. Ich werde den Fokus immer mehr auf das, auf die Realität legen, und das Internet ist einfach nur so eine Pforte, so ein Eingang, wo man mich kennenlernen kann und wo man so ein, ja, die Grund Sympathie oder Nicht-Sympathie abklären kann, und wenn man das möchte, natürlich mit auch auf täglicher oder jetzt mittlerweile so auf alle 2 Tage, ich tue ja meistens jetzt 4 Videos die Woche machen, da verfolgen kann, für sich die Dinge dann rausnehmen kann, was man braucht, also so wie das bisher auch war. Aber ich werde halt keine Mails, anonymen Mails mehr beantworten, sondern tatsächlich nur von Menschen, die ich bereits kenne, real, und eben auch, dass man immer die Möglichkeit hat, mich real kennenzulernen, jeden Monat mindestens einmal die Möglichkeit, dass ich in der Öffentlichkeit auch ansprechbar bin, das beim Rohkost-Potluck, aber mittlerweile sind es halt eben dann tatsächlich auch Messen oder sowas wie das Love Camp jetzt war, solche Sachen werden auf jeden Fall auch stattfinden, und man hat immer die Möglichkeit, wenn man ein Problem in sich trägt und ja auch den Wunsch hat, dass ich dieses Problem vielleicht ja mit angehen kann oder mein Ratschlag, der über die Videos hinausgeht, dann kann man das tun, indem man mich real anspricht. Und was ich dann noch als kleine Brücke ausprobieren möchte, ist tatsächlich Facebook, weil Facebook hat den Vorteil, natürlich nur, wenn es ein wirklich ein aktives Facebook-Profil ist, dass man da durchaus auch eine gewisse Entanonymisierung erkennen kann. Man erkennt die Freunde, man erkennt den Namen, man erkennt den Wohnort, beziehungsweise je nachdem, was derjenige teilt. Und ausgehend von meiner Einschätzung bezüglich des Facebook-Profils, inwieweit das wirklich halt ein offenes, authentisches Profil ist, kann ich den Kontakt dann auch über Facebook annehmen und darüber mit dem Menschen eben dann reden. Und das finde ich, fühlt sich für mich sehr, sehr gut an. Da habe ich wieder so ein Tor geschlossen, was mich eventuell Zeit kostet. Oder was heißt eventuell, es kostet mich Zeit. Ne? Und ich sehe das auch total selbstverständlich an. Ich stelle mich persönlich vor, ne? Ihr wisst alles von mir oder zumindest die wichtigen Dinge, um die es geht. Und ich erwarte das dann einfach auch von denjenigen, der mit mir in Kontakt treten möchte, der in irgendeiner Weise ja tatsächlich dann auch meistens sogar was von mir erhalten möchte, dass er mindestens mir denselben Respekt erweist, den ich ihn erweise. Und ja, da ist das für mich jetzt auch keine Sache, die mir jetzt sehr schwer fällt, das zu kommunizieren, dass ich halt tatsächlich nur noch realen Kontakt annehme oder halt tatsächlich über ein aktives Facebook-Profil. Also wundert euch nicht, wenn ich die Mails jetzt nicht mehr beantworte. Die Mail an sich wird auch inaktiv für mich, also diese Christian-Checkt-Adresse wird auch inaktiv von mir jetzt gehalten, weil ich habe da jetzt eigentlich nichts anderes drüber laufen, als dass es meine Kontaktadresse für YouTube-Sachen war, für alle anderen Sachen. Ich habe verschiedene Mailadressen für verschiedene Dinge und also was man sich so vorstellen kann, so private Sachen, dann Geschäftskontakte, und dann habe ich noch eine Mail für spezielle Themengebiete, auf denen ich arbeite, und entsprechend gibt es natürlich trotzdem noch Mailkontakt mit mir, aber wirklich nur bei Leuten, wo wirklich ein realer Kontakt schon stattgefunden hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine Änderung bei mir, die mir wieder Zeit bringen wird. Es tut mir natürlich dann in dem Sinne erstmal in erster Instanz leid für die Menschen, denen ich auch per Mail wirklich helfen konnte. Die haben aber die Möglichkeit wirklich, wenn sie einfach wirklich das dringende Bedürfnisse haben und wenn die Hilfe wirklich so stark ist, dass sie mich auch persönlich mindestens einmal im Monat auch antreffen können und mich ansprechen können oder sich halt ein Facebook-Profil machen, wenn sie noch keins haben. Ich finde das als sehr, sehr sinnvolles Instrument, so ein Facebook-Profil. Man hat so viele Kontakte, man kommt so gut in Kontakt mit anderen Menschen, und ich habe schon sehr viele Menschen noch animiert, Facebook wieder zu aktivieren, die das bereits gesperrt haben, oder ein neues Facebook-Profil zu machen, und da über Veranstaltungen, also ich nutze Facebook vor allem über die Kommunikation mit anderen Menschen und Veranstaltungen. Ich bin jetzt keiner, der irgendwelche jetzt Sachen von anderen so anschaut und liked und so. Ich bin ja jemand, der selber eher herausgeht,
und sagt, hey, ich möchte inspirieren, aber es gibt genug andere tolle Menschen, die auch inspirieren. Und das muss man halt sehen, inwieweit man das dann auch abschätzen kann, ob das einen so ein Zeitfresser wird. Weil es gibt Leute, die sitzen den ganzen Tag da und liken und machen und kommen gar nicht ins eigene Leben. Das muss man für sich selber abschätzen, aber umso wichtiger wäre es für die Menschen, die da eine Affinität haben zur Inaktivität, dass die dann den realen Kontakt zu mir suchen. Ja, bin gespannt. Nein, bin gar nicht gespannt. Ich bin gar nicht gespannt, wie es aufgenommen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich für mich so zu 100% richtig und gut an und einfach nur eine Information. Freue mich natürlich trotzdem über Kommentare und so einen gewissen Austausch. Das ist immer schön, weil ich rede hier mit einer Kamera und es ist irgendwie immer so anonym. Und mir wird dann auch oft gesagt, Mensch, in der Realität, Christian, da bist du viel netter als in den Videos. Und das hatte ich jetzt schon so oft, dieses Feedback. Und ja, klar bin ich netter, wenn da ein Gesicht ist und bin ich irgendwie, ja, anders, als wenn ich da in so eine Linse reinspreche. Ist normal, habe keine Mimik. Gut, das ist mal so. Also, ab heute, sprecht mich real an bei Facebook. Ansonsten, ja, werde ich keine Mail von einem Menschen, den ich nicht kenne, beantworten. Das war's und ja, wir sehen uns in den Kommentaren. Macht's gut.